Wer lauschte, der hörte nicht nur Tanzschritte, sondern auch mal Kommandos übers Mikrofon. Zum Beispiel jetzt eine Kette bis zur achten. Was für den Außenstehenden merkwürdig klang, hatte für Kenner Sinn. Die Tanzkoppel des Heimatvereins Wächleu feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Und dazu wurde im Saal des Landgasthofes Bischof in Kaihäuser Feld selbstverständlich auch getanzt. Obwohl die Volkstänze bestimmte Schrittkombinationen haben, gibt es auch Variationen. Die wurden dann angesagt. Immerhin tanzten hier nicht nur die Jubilare, sondern auch vier weitere Gruppen aus Jeddelo 2, Wievelstede, Borbeck und Petersfehn. Allesamt Kenner der Materie, die auch mit Kommandos wie Damenkreis und Herrenmühle sofort was anzufangen wussten. Almut und Wolfgang Schmalriede hatten die Volkstanzgruppe im Mai 1967 auf Wunsch des Heimatvereins Wächleu gegründet. Für ihr Engagement um die niederdeutsche Kultur wurden die Eheleute beim Jubiläum vom Landestrachtenverband Niedersachsen sowie vom Spieker, dem Heimatbund für niederdeutsche Kultur Oldenburg, besonders ausgezeichnet.